Applaus ist für dich. Bist du bereit noch für ein, zwei dumme Flachwitze zum Thema Bananen? Ja, schieß los. Okay, wie nennt man Tage, an denen man plant, Bananen zu essen? Die nennt man natürlich Bananenplantage. Zweite Frage, wohin bringen Bananen ihre kleinen Kinder morgens? In die Chiquita. So, demnach ist aber auch jetzt wirklich genug gescherzt. Es gibt heute Bananen-Pancake. Zwei Zutaten brauchen wir nur. Genau. Du schälst die Banane und du zerquetschst sie. So, ich habe dir eine Gabel da hingelegt. Zwei Zutaten. Okay. Pass auf, es ist relativ einfach. Ja. Und zwar, wir nehmen Banane und wir nehmen Ei. Ei. So, und jetzt zerquetschst du es erstmal schön. Ja. Und dann richtig zerquetschen. Ja, richtig zerquetschen. So, und dann darfst du noch ein gutes Feltenei mitnehmen. Ja. Und ich habe das Ganze, ich habe schon mal wieder vorgelegt, kann man sagen. Sind die Bananen auch aus eigenem Feltengarten eigentlich? So, ich frage nur noch mal, Klaus, ist das so jetzt wirklich genug? Super, ja, okay. So, und ich habe hier, guck mal, ich habe ein bisschen Backpulver, nehme ich. Ei rein. Den Rest darfst du nehmen, Ei rein, einmal verrühren. So, und fertig ist schon hier unser Pfannkuchenteig. Und wie gesagt, der ist komplett ohne Mehl. Also wenn, okay, wenn ihr euch dort kohlenhydratfrei ernähren wollt, das geht perfekt mit diesen Pancakes. So, guck mal, machen wir hier ein bisschen rein. So, dann nehmen wir auch noch. Aber du hast nicht richtig schön gematscht, ne? Also ich habe definitiv... Irgendwas ist immer, ne? Irgendwas hast du immer zu maulen, ehrlich gesagt, ne? Ganz ehrlich, du bist so... Wenn du ein Gewürz wärst, du wärst auch Mehl. So, guck mal hier. Komm, der war langweilig. Bananen-Pancake. Das war ein Geklauter. Bananen-Pancake. So, also, guck mal. Okay, hier in die Pfanne, ins Öl. Wir haben ein Pflanzenfett genommen. Ja. Da nehmt ihr jetzt kein Olivenöl für, weil das würde jetzt geschmacklich nicht ganz so dazu passen, ne? Ja, okay. Guck mal hier, wenn wir so locker, dann sehen die... Ich warte aber noch einen ganz kleinen Moment. Weil es sonst suppt, ne? Weil es sonst suppt. So, und dann haben wir gleich auch schon die Wahl. Da könnt ihr dann morgens entscheiden, wenn ihr sowas zum Frühstück macht. Habt ihr die Wahl, was... Kommt drauf. Oh, guck mal. Kann man das hier gut aus? Sehr gut, sieht das aus? So, guck mal, da muss man ganz vorsichtig sein. Wenn jetzt deshalb... vier Pancakes so mit der Pfanne in die Luft und... Nee, machen wir nicht. Nee, ne? Machen wir nicht. Ja, das sieht auch gut aus. Muss man vorsichtig sein und genau das ist der Punkt, warum ich das mache. Haha. Ja, frech heute, den ganzen Tag schon nur echt. Guck mal, oh, ja, ist richtig toll geworden. Beim letzten, ja, der letzte ist kaputt gegangen. So, also jetzt habt ihr dann diese leckeren Pancakes gemacht. Und wir haben ja im Grunde noch keinen Zucker drin. Nee. Wir haben ja die Banane, die wiederum gibt sehr viel Süße ab. Mhm. Und ich bin so ein süßer Typ. Was lachst du denn jetzt? Ja, wir geben schon irgendwas mit Schoko drauf. Lass irgendwas mit Schoko, zum Beispiel. Aber in Schoko ist zum Beispiel auch kein... Das ist ja auch keine Süße. Zucker. Deshalb jetzt auf die warmen gebe ich immer so ein bisschen Schoki drüber. Schoki drüber. So, und dann, du darfst ja aussuchen, Honig oder Ahornsirup. Honig. Ja, ich nehme Ahornsirup. Und das machen wir jetzt einfach so ein bisschen schöner. Machst ein bisschen rüber, genau. Und ihr könnt kreativ sein. Ihr könnt auch einfach nur ein paar Früchte noch drauf machen. Schaut mal hier. Was ihr wollt. Und fertig ist tatsächlich unser ganz fluschiger, schnell gemachter Ahornsirup. Kannst du mir helfen? Komm, ich mach mir auch. Nee, ich wollte auch Honig. Ich wollte eigentlich Honig. Du wolltest auch Honig? Mir ist es gerade eingefallen, ich wollte Honig. Ohne Quatsch. Besser zu. Hast du es wirklich aufbekommen? Nehmen Ahornsirup. Der hat das aufbekommen. So, nehmen Ahornsirup. Machst du ein bisschen drüber. So, guck mal. Dann können wir nämlich auch schon probieren. Ja. Sieht exakt genau aus wie mein Honig. Ich habe nur ein bisschen mehr Honig drauf gemacht. Guck dir das an. Echt, schau. Jetzt gut. Lecker. Also, Banana Pancakes, zweieinhalb Zutaten, aber Rubbel die Katz gemacht. Schnell morgens, ist wahrscheinlich auch wieder brutal heiß, ne, oder? Nee, aber richtig lecker. Super. Und die noch ein bisschen mehr verlaufen, ne? Die Schokodinger. Oh, ja. Super. Kleinen Moment drauf lassen noch. Da haben wir noch Wärme. Mega, müsst ihr nachmachen. Ah. Jetzt ist wieder für mich. Nee, jetzt ist für mich.